Kapitel 8 – Taktische Varianten. Schlage kein Lager auf, wenn du in schwierigem Gelände bist. Schließe dich in Gegenden, wo sich große Straßen kreuzen, mit deinen Verbündeten zusammen. Halte dich nicht lange in gefährlich isolierten Positionen auf. Wenn du eingeschlossen wirst, musst du eine Kriegsliste anwenden. Wenn du in einer hoffnungslosen Position bist, musst du kämpfen. Es gibt Straßen, denen du nicht folgen, und Städte, die du nicht belagern darfst. Es gibt Armeen, die nicht angegriffen werden dürfen. Stellungen, um die nicht gefochten. Befehle des Herrschers, denen nicht gehorcht werden darf. Der General, der die Vorteile von taktischen Varianten gut versteht, weiß, wie er seine Truppen führen muss. Der General, der dies nicht versteht, wird trotz seiner Kenntnisse über die Eigenschaften des Landes nicht fähig sein, dieses Wissen praktisch anzuwenden. In den Plänen des weisen Führers fließt die Betrachtung von Vorteilen und Nachteilen zusammen. Wenn unsere Erwartungen eines Vorteils auf diese Weise gemäßigt wird, können wir den wesentlichen Teil unserer Pläne verwirklichen. Wenn wir andererseits auch in den größten Schwierigkeiten immer bereit sind, einen Vorteil zu ergreifen, können wir uns vor Unglück hüten. Schwäche die feindlichen Anführer, indem du ihm Schaden zufügst. Mache ihnen Schwierigkeiten und halte sie ständig in Atem. Täusche sie mit Verlockungen und lasse sie jeweils zu dem Ort eilen, den du bestimmst. Die Kunst des Krieges lehrt uns, nicht darauf zu hoffen, dass der Feind nicht kommt, sondern darauf zu bauen, dass wir bereit sind, ihn zu empfangen. Nicht auf die Möglichkeit, dass er nicht angreift, sondern auf die Tatsache, dass wir unsere Stellung uneinnehmbar gemacht haben. Es gibt 5 gefährliche Fehler, die jeder General begehen kann. Die beiden ersten sind Unbekümmertheit, da sie zur Vernichtung führt, und Feigheit, da sie zur Gefangennahme führt. Der nächste ist ein empfindliches Ehrgefühl, das für Scham empfänglich ist, und ein ungezügeltes Temperament, das durch Beleidigungen provoziert werden kann. Der letzte dieser Fehler ist übergroße Sorge um das Wohl der Männer, die den General anfällig macht für Kummer und Schwierigkeiten, denn am Ende leiden die Truppen mehr unter der Niederlage oder bestenfalls der Verlängerung des Krieges, welche die Folge sein werden. Dies sind die 5 schrecklichsten Sünden eines Generals, die für die Kriegsführung verhängnisvoll sind. Wenn eine Armee bezwungen und der Anführer erschlagen wird, ist gewiss einer dieser 5 gefährlichen Fehler die Ursache. Mache sie zum Gegenstand deiner Meditation.